So, was darf es sein? Ich hätte gerne eine Mantaplatte, bitte. Voll entspannt. Okay. Hi, wir sind Team Wurst und wir haben uns bei unserem Konzept überlegt, dass wir mit möglichst einfachen Mitteln den Zuschauer auf eine falsche Fährte locken wollen. Wir dachten, wir bauen eine falsche Flirtsituation auf. In dieser Flirtsituation begegnen sich zwei junge Menschen, eine junge Dame und ein junger Herr, und die werden in abwechselnden Detailaufnahmen gezeigt und werden letztendlich aber abgelöst von einem Pommesverkäufer, der seine Mantaplatte in die Kamera hält. Es stellt sich eben heraus, dass die beiden in Wirklichkeit nur auf ihr Essen gewartet haben. Und dadurch, dass man eben dann diese abwechselnden Einstellungen immer aufeinander sieht, wird dann eben so eine Nähe zwischen den Personen aufgebaut. Als unsere Idee dann stand, hatten wir so ein bisschen verschiedene Vorstellungen von der Idee und mussten uns noch ein bisschen darauf einigen, ob wir das Ganze jetzt so angehen in einer sehr cleanen Wes Anderson-Ästhetik oder ob wir uns ein bisschen darauf fokussieren, so den Kontrast zwischen den sehr klaren ästhetischen Nahaufnahmen darzustellen und der Pommesbude, die dann auf einem dreckigen Parkplatz steht. Ja, letztendlich dachten wir uns aber, weil wir wollten halt schon einen hohen Kontrast aufbauen, aber der Kontrast sollte halt auch nicht zu hoch sein. Wir wollten halt die Szene, wo der Pommesverkäufer dann tatsächlich auftritt, auch so gestalten, dass das Ganze halt wirkt wie ein rundes Ding. Eine der größten Herausforderungen war dann für uns eben auch eine Pommesbude zu bekommen. Und ich hatte das große Glück, dass mein Vater jemanden kannte, der eine selbstgebaute Pommesbude hat, die ungefähr schon 30 Jahre alt ist, die wir komplett selbst gestalten durften. Und zu unserem Glück war in der Pommesbude auch schon sehr viel Equipment mit drin, das wir dann auch benutzen durften. Also zum Beispiel die Boxen hinten drin, den Serviettenständer, die Gabeln oder die Mantelplattenbehälter. Und ja, da hatten wir sehr viel Glück und konnten diese dann alle mit ganz viel Liebe noch weitergestalten. Ja, wir hatten uns ja dann für die Wes Anderson-Ästhetik entschieden. Und deswegen wollten wir uns halt auch sehr viel Mühe beim Setdesign geben und haben uns da vor allem für die Farben Rot, Weiß und Gelb entschieden und haben quasi alles in diesen Farben gestaltet. Und wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, auch diese kleinen Sachen, die man vielleicht gar nicht so deutlich in den Einstellungen sieht, zu gestalten. Und wir haben zum Beispiel eine Speisekarte gestaltet und ein Zertifikat für den Pommesverkäufer. Standen wir natürlich vor der Herausforderung, ja okay, wie bringen wir vielleicht so ein bisschen Farbe in die ganze Pommesbude, weil sie sah halt letztendlich auch noch ein bisschen trist aus und so. Und ja, da dachten wir einfach, okay, vielleicht wäre es ganz gut, irgendwie so Kacheln zu nehmen auch. Und dachten uns aber, ja okay, wir kommen jetzt nicht an Kacheln, wir nehmen da Papier. Und haben dann erstmal geschnibbelt. Zu einem Dreh gehört auch tatsächlich viel mehr Basteln als erwartet. Und ja, dann ging es auch schon los und wir hatten halt doppelseitiges Klebeband und haben halt direkt drauf losgeklebt. Letztendlich haben wir aber festgestellt, okay, die Pappen kleben gar nicht, weil so viel Fett in der Pommesbude dran war. Also haben wir uns dafür entschieden, nochmal große Pappen zurechtzuschneiden, haben dann quasi vor jedem Dreh die Pappen separat eingehangen, worauf die einzelnen Kacheln dann geklebt waren, damit eben die Kacheln nicht wellen, wenn sie dann über Nacht irgendwie in der Pommesbude stehen. Zum Thema Kostüm haben wir uns eben gedacht, dass es sinnvoll wäre, nochmal weiter die Farben Rot und Gelb weiter aufzugreifen. Und deswegen haben wir die Frage
Frau komplett in Rot gestaltet und versucht, den Mann auch komplett in Gelb zu gestalten. Wir wollen wenig wirklich mit Stimmen arbeiten, sondern die Charaktere und das Kostümbild selbst schon viel erzählen lassen und sind dann eben auf die Idee gekommen, die Stilistik so ein bisschen retro zu halten, aber trotzdem elegant schick. Uns eben so ein bisschen ins Internet gemacht, haben Secondhand-Läden abgeklappert, wir sind auf Vinted unterwegs gewesen, wir haben Freunde von Freunden gefragt und das war eigentlich eine ganz coole Aktion, auch wirklich von allen möglichen Ecken irgendwie was zusammenzusammeln. Für die Totale war es ja unsere Idee, dass die Pommesbude in nirgendwo stehen sollte. Aber das war tatsächlich eine große Herausforderung, da eine passende Location für zu finden. Weil es gar nicht mal so leicht war, einen Ort zu finden, an dem wir einen Stromanschluss haben, in dem wir aber auch genug Platz für die Lichter haben. Die Pommesbude durfte sich eben auch nicht festfahren. Das war auch ein großer Punkt, konnte also nicht mitten auf einem Feld stehen. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht. Zuerst in den Bergen, sind da ein bisschen rumgefahren, aber hatten da leider kein Glück, weil die Bauern uns nicht so wirklich vertraut haben. Aber Katha hat dann nochmal mit ihrem Vater auch geguckt, wo das in Halle vielleicht klappen könnte. Und da sind wir dann tatsächlich auf einen Hof gestoßen, an dem wir das machen konnten und eben der alle Voraussetzungen quasi abgecheckt hat. Ich glaube, wenn wir meine Oma genommen hätte, das wäre so das letzte Mal, dass die gesehen wird. Ja, ich glaube, beim Drehtag haben wir vor allem alle gemerkt, wie aufwendig und schwer es ist, doch so ein Dreh zu organisieren, wie viele Sachen man bedenken muss. Besonders auch in Bezug auf die DarstellerInnen, denen man vorher wirklich auch irgendwie Bescheid geben muss, wann sie am Set sein sollen, in welcher Reihenfolge wir ungefähr die Sachen durchspielen werden. Bei uns war es dann eben noch die Herausforderung, dass wir im Dezember gedreht haben und komplett draußen. Also wir haben uns vorher ein bisschen Gedanken gemacht, wie können wir den Dreh ein bisschen angenehmer machen. Ein paar Probedrehs gemacht im Vorhinein, aber irgendwie der Drehtag war für uns dann doch eine sehr große Herausforderung. Auf jeden Fall hatten wir uns da einen Drehplan geschrieben, wo quasi alle vier Szenen einmal aufgelistet sind mit einer Skizze, wo eben die Kamera und das Licht platziert sind. Wir haben uns dann vorher eben überlegt, wie ist es am schlauesten, den Drehtag aufzubauen. Und wir haben uns dafür entschieden, die Totale als erstes zu drehen, weil wir eben ein bisschen die blaue Stunde noch ausnutzen wollten. Dann danach auf jeden Fall die Szene mit dem Pommesverkäufer, weil sie eben eine der komplexesten von unseren Szenen ist auf jeden Fall. Und da war eben auch die große Herausforderung, den Fokus manuell mitzuführen. Das war uns im Vorhinein auch gar nicht so bewusst. Die Schwierigkeit war eben, dass wenn der Pommesbudenverkäufer sich umdreht, den Fokus auf sein Gesicht zu haben, dann wenn er die Mantaplatte in die Kamera reicht, den Fokus mitzuführen auf die Pommes, die dann scharf zu stellen und dann, wenn sie weggenommen wird, den Fokus wieder auf sein Gesicht zurückzuführen. Kann mich mal jemand scharf machen? Ja, komm her. Und das Ganze ohne an der Kamera zu rütteln. Das wackelt zu sehr. Ja. Da ist er voll dran rumgerüttelt. Danach haben wir dann weitergemacht mit den Nahaufnahmen und am Ende dann die Einstellung von den Füßen. Dann mussten wir natürlich auch koordinieren, wie wir den Lichtaufbau machen pro Szene. Bei den Detailaufnahmen eine Dreipunktbeleuchtung, ein kleines Rimlight, um die Szene ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Und bei der Szene, wo der Pommesverkäufer die Mantaplatte anreicht, da hatten wir eine ganz sonderbare Lichtsituation erschaffen, dass wir halt echt da ein LED-Panel auch dazu genommen hatten, was wir dann von unten eingesetzt hatten. Das war irgendwie auch steuerbar über eine App und da hatten wir dann mit dem Verlauf, wie die Pommes auf die Kamera zugewandert ist, den Regler hochgeschoben, quasi, dass es wie so eine kleine Erleuchtung war. Ich glaube, keine Ahnung wie viele. Dauert schon echt viel zu lang. Findet auch kein Ende.
die Anfangsszene, da ist es ja so, dass Merle in das Bild läuft und für diese Szene brauchten wir eben eine Kamerafahrt. Da kamen wir dann auf die Idee, dass es vielleicht sinnvoll wäre, so ein Rollbrett zu benutzen, wo wir die Kamera quasi draufsetzen und die dann während Merle läuft einfach mitziehen. Und hatten dann einfach ein Rollbrett von meinen Eltern aus dem Garten genommen, hatten das umgebaut, noch eine Bierzeltgarnitur so ein bisschen verbastelt, damit die Rollbahn einfach um einiges smoother läuft und da nicht so eine große Verwacklung drin ist. Sounds wollten wir vor allem bei den Nahaufnahmen näher erzeugen. Also haben wir hier darauf geachtet, die Sounds nach dem finalen Dreh aufzunehmen, um hier auch so eine Klarheit in den Sounds hinzubekommen. Und da ist uns eben auch noch aufgefallen, dass Sound auch im Nachhinein nochmal eine Szene auf eine ganz andere Art und Weise wirken lässt. Den Titel des Kurzfilms haben wir dann auch am Ende noch quasi intradiegetisch in den Kurzfilm mit eingebunden, indem wir den als Leuchtschrift auf die Pommesbude gesetzt haben in der Totale. Und in der Totale war es für uns vor allem wichtig, dass wir die Farben Rot und Gelb, eben die Kostüme von dem Mann und der Frau, etwas hervorheben, um quasi diesen Clou am Ende ein bisschen deutlicher zu machen. Ja, Lena, was hast du so gelernt im Projekt? Also, ich fand, es war auf jeden Fall sehr wichtig, vorher einen Plan zu haben, dass wir dann einfach nicht so verloren waren am letztendlichen Drehtag. Ja, beim Dreh lief vor allem gut, dass wir gleich alles an einem Tag filmen konnten. Teilweise haben wir auch ein bisschen improvisiert. Und wir hatten auch einfach die Aufgaben gut eingeteilt. Also ich habe viel dokumentiert, Lena hat das Licht gemacht, Katha die Kamera und Michi den Sound. Und deswegen hatten wir einfach unsere Aufgabe und haben die dann eben auch erfüllt. Aber wir hatten natürlich auch am Drehtag selbst noch einige Probleme. Zum einen haben wir die falsche Haltestelle beim Bahnhof genommen, sodass Katha uns dann noch abholen musste von einer anderen Haltestelle. Zum anderen hat das mit dem Rollbrett natürlich nicht so ganz funktioniert und dann mussten wir da noch kreativ werden. Und es war am Ende des Tages dann doch irgendwie so, natürlich, es lief nicht alles optimal, aber wir waren dann halt auch in vielen Momenten halt so ruhig, dass wir halt gesehen haben, okay, an diesen Stellen können wir jetzt vielleicht doch noch was ändern, sodass es halt doch funktioniert. Und das hat dann im Endeffekt eigentlich bei, und ich glaube, das kann ich so für alle sagen, bei allen Momenten halt wirklich
gut hingehauen hat. Okay, ich glaube, wir haben es, oder? Sonst müssen wir halt was zusammenschneiden. Ja, das passt jetzt. Geil. Einfach so ein bisschen viel zu lang. Das ist locker, das ist einfach das Video für den Abspann. Ja. Okay, ich liebe das, ich finde das so funny.